Es ist wunderbar, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Und ich kann euch sagen, ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr diese Bewegung geschaffen habt, weil ihr wart es, mit der Hilfe von NAS, die erste unabhängige, von keiner Partei oder Machtgruppe kontrollierte Bewegung in Deutschland hervorgebracht haben, seit 1989 zumindest. Und ich sage euch, über diese Bewegung wird man irgendwann in den Geschichtsbüchern lesen und ihr werdet sagen können, ihr wart dabei, ihr habt sie gemacht. Am meisten freut mich, dass man heute sehen kann, dass die Hetze nicht gefruchtet hat. Wir sind nicht schwächer geworden, sondern stärker. Und das alte Spiel, teile und herrsche, funktioniert nicht mehr. Wir lassen uns nicht mehr gegeneinander stehen, die meisten hier auf dem Platz, mich eingeschlossen. Wir halten nichts mehr von den alten Kategorien links und rechts. Und ich sehe hier auch vernünftig gewordene Rechte und vernünftig gewordene Linke. Und sogar welche, die ich früher bei den Grünen gesehen habe oder bei den Piraten. Und alle sind willkommen. Und wir haben hier Deutsche und wir haben Migranten, wir haben Leute der unterschiedlichsten Religionen und Hautfarben oder ohne Religion oder sexuelle Orientierung. Alles ist vertreten, alles ist gut und jeder kann sein Ding machen. Und Lars hat schon gesagt, auch wir hier, die wir sprechen, wir sind in vielen Fragen gar nicht einer Meinung. Ken, Lars, Andreas Popp, ich, wenn wir diskutieren über Nation und Familie oder über Gott und die Welt oder über die Zukunft des Geldsystems, da streiten wir uns manchmal. Na und? Diese Vielfalt, diese Pluralität ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Weil wir uns in der entscheidenden Frage einig sind, in der Frage des Friedens. Und da sind wir in einer brandgefährlichen Situation. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, haben wir seit der Kuba-Krise 1962 nicht erlebt. Die Welt steht am Abgrund und die NATO-Staaten spielen mit dem Feuer. Und in der Situation ist es wichtig, dass wir alle aufstehen und sagen, wir machen da nicht mit. Wir sind nicht der Flugzeugträger, von dem die Amerikaner ihre Todesdrohnen und ihre Flugzeuge nach Osten oder Süden schicken können. Wir wollen keine deutschen Soldaten an der Ostfront haben, keine Schlachtschiffe in der Ostsee und keine Bomber in Polen. Und aus der Geschichte haben wir doch gelernt, Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Immer, wenn Deutsche und Russen sich gut vertragen haben, egal ob unter Bismarck oder unter Willy Brandt, dann war das nicht nur gut für die beiden Völker, sondern für den ganzen Kontinent. Und deswegen geht mein Gruß jetzt an die Leute in Charkow und in Donetsk und in Slawansk, die dort auf Posten stehen für ihre Selbstbestimmung und gegen die Aggression. Und ich sage, Nemtse vi Ruski, Druzhba i Mir, gemeinsam für den Frieden. Und was uns mal klar werden muss, was das Tolle an der Situation ist, die Mehrheit der Deutschen steht irgendwie hinter uns. Die Meinungsumfragen blamieren die Meinungsmacher. Die Leute wollen nicht in den Krieg ziehen, sie wollen keine Sanktionen, sie wollen ein gutes Verhältnis mit unseren Nachbarn und auch mit Russland.
Und da muss man sagen, eigentlich kann man froh sein und glücklich und stolz, die Deutschen haben was dazugelernt. Das deutsche Volk ist nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird. Nur die Politiker und die Medienmeute, die wollen den Krieg, aber das Volk will den Frieden. Jetzt heißt es, wir seien rechts. Oder Neurechts. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ich halte nichts mehr von diesen anachronistischen Kategorien links und rechts. Aber wenn man überhaupt was über links und rechts sagen kann, was das 20. Jahrhundert angeht, dann könnte man formulieren, die Rechten waren in der Regel für den Krieg und militaristisch und die Linken waren in der Regel gegen den Krieg und antimilitaristisch. Und in diesem Sinne hat Rosa Luxemburg gegen den Ersten Weltkrieg gekämpft und wurde ermordet. Und hat Ernst Thälmann gegen den Zweiten Weltkrieg gekämpft und wurde ermordet. Und in diesem Sinne stehen wir jetzt hier gegen den Dritten Weltkrieg und wir lassen uns nicht als Rechte beschimpfen. Wer uns als Rechte beschimpft, der geht vor nach dem Neusprech aus George Orwells 1984, wo es ja auch hieß, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke. Aber wir wissen es besser. Krieg ist Krieg und Frieden ist Freiheit. Und unser Wissen bricht ihre Stärke. Die giftige Speerspitze dieser Hetze gegen uns ist eine ehemalige Adlige, deren Namen ich vergessen habe. Nennen wir sie Jutta von Münchhausen. Abseits von dem, was meine Anwälte unternehmen werden, habe ich keinen Groll gegen die Frau. Ich wünsche ihr gute Besserung. Aber ich fordere Sie verdammt nochmal auf, sich der Diskussion zu stellen. Die soll doch hierher kommen und sich mit uns coram publico streiten. Oder in ein Fernsehstudio oder in ein Rundfunkstudio. Und sie kann sich ja den Streitpartner raussuchen, lieber mit Ken oder lieber mit Lars oder lieber mit Andreas Popp oder lieber mit mir. Das soll ganz fair ablaufen, 1:1. Liebe Frau Münchhausen, trauen Sie sich bitte. Und in einem hat sie ja recht. Der Faschismus ist auf dem Vormarsch. Aber nicht bei uns, sondern in der Ukraine. Und zwar mit Hilfe der NATO, deswegen sollte man von NATO-Faschismus reden. Mit Hilfe der NATO, insbesondere mit Hilfe der USA, haben diese Faschisten in Kiew geputscht. Und Teil der neuen Putschregierung ist die Partei Svoboda, gegen die sich die NPD, die schlimm genug ist, harmlos ausnimmt. Ich kann euch mal ein Zitat nennen von dem Chef von dieser Partei Svoboda, Jani Buk, was er 2004, also vor gerade 10 Jahren, gesagt hat. Ich zitiere wörtlich. Dieser Chef von Svoboda hat gesagt, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Das ist die Sprache des Faschismus. Aber das ist eine Regierungspartei in Kiew, die von der NATO anerkannt und von der Bundesregierung anerkannt wird. Welche Schande! Und damit nicht genug. Wir haben ja auch noch Frau Julia Timoschenko,
die vor kurzem hier in der Charité behandelt wurde, vermutlich auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Von ihr gibt es ein abgehörtes Telefonat vom 18. März 2014, wo sie gesagt hat, ich zitiere wieder wörtlich: Ich selber bin bereit, ein Maschinengewehr in die Hand zu nehmen und diesem Drecksack Putin in den Kopf zu schießen. Wir sollten Waffen nehmen und die verdammten Russen töten, zusammen mit ihren Anführern. Ich werde alle meine Verbindungen nutzen, um Russland in verbrannte Erde zu verwandeln. Das sagt Julia Timoschenko. Und das ist die Sprache des Faschismus. Hier wird die Endlösung der Russenfrage in der Ukraine vorbereitet und unsere Regierung schweigt dazu. Wolfgang Schäuble hat 3 Tage nach Bekanntwerden des Telefonats einen Vergleich mit Hitler gezogen. Aber nicht in Bezug auf Timoschenko, sondern in Bezug auf Putin. Spinnt der Typ eigentlich? Und auch Frau von Münchhausen schweigt zu diesem realen Faschismus in der Ukraine und erfindet deswegen virtuelle Faschisten in Gestalt von Lars Merholz, Ken Jebsen, Andreas Popp und mir. Ihr alle sollt Faschisten sein. Was ist das? Was ist das für eine antifaschistische Einstellung, die den realen Faschismus ignoriert und stattdessen Friedensaktivisten als Faschisten erfindet? Dieser Münchhausen-Antifaschismus nützt nur der NATO und ist ein Instrument der NATO. Der wirkliche Antifaschismus steht hier auf dem Platz, denn der Antifaschismus... Denn der Antifaschismus und der Einsatz für den Frieden, das lässt sich gar nicht trennen. Und wer das trennen will, der lügt und betrügt. Ich wollte zum Abschluss noch einmal was sagen zu den Kategorien links und rechts, etwas allgemeiner. Diese Kategorien haben einen gewissen Sinn gehabt im 19. und 20. Jahrhundert, als sich die Welt unsere Gesellschaften mehr oder weniger geteilt haben zwischen Arbeitern, sogenanntes Proletariat, und Kapitalisten. Natürlich gibt es diese Einteilung und diesen Streit auch heute noch, aber er ist doch vollkommen überlagert von einem neuen und sehr viel wichtigeren und grausameren Widerspruch, nämlich dem Widerspruch der 99% gegen das 1%. Das 1% ist die internationale Finanzoligarchie, die die 99%, darunter Arbeiter, Arbeitslose, Elende und auch viele Unternehmen und Firmen in ihrer Zinsschlinge erwürgt und erdrosselt. Und internationale Finanzoligarchie, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, deswegen möchte ich mit Bertolt Brecht sagen: Das Verbrechen hat Name und Anschrift und Telefonnummer. Und man kann doch durchaus einige Namen nennen. Wer gehört denn zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros, Schodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Und warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, wie diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen? Das hat doch nichts mit Religion zu tun. Die Liste hat doch gezeigt, da gibt es Juden, da gibt es Christen, da gibt es Moslems, da gibt es alle möglichen Religionen unter diesen Geldsäcken. Und am Schluss glauben die an keinen Gott, an keinen Allah und an keinen Jahwe. Die huldigen nur dem einen Götzen, dem kalten Mammon. Und in diesem Sinne haben wir heute nicht mehr die Situation wie im 20. und 19. Jahrhundert, sondern eher wie im Mittelalter.
Das heißt, im Mittelalter hatten wir supranationale Adelsdynastien und heute haben wir supranationale Gelddynastien. Und diese Dynastien standen und stehen gegen die große Masse des Volkes. Das Volk blutet und wehrt sich. Und die Anführer aus dem Mittelalter, die kennen wir aus den Geschichtsbüchern. Das waren Robin Hood, das war Thomas Münzer, das war Klaus Stotterbecker, das war Wilhelm Tell. Und damals konnte man auch nicht davon sprechen, dass die links oder rechts sind. Das waren einfach die Leute aus dem Volke, wo sich die Unteren gegen die Oberen gewehrt haben. Und so ist diese Situation auch heute. Wir müssen die ganze Masse des Volkes zusammenbringen und hört auf, ihr Medien und ihr Politiker, uns in die Tradition von Hitler oder Stalin zu stellen. Wir sind gegen jeden Extremismus, gegen jeden Fanatismus. Wir sind für die Menschenrechte und für die Demokratie. Und wenn ihr uns in eine Tradition stellen wollt, wenn ihr uns in die Tradition stellen wollt, dann stellt uns in die Tradition von Robin Hood, Wilhelm Tell, Stotterbecker und diesen Leuten aus dem Volke. In diesem Sinne, mit Mut zur Wahrheit, für den Frieden, für die Freiheit, wir sind das Volk. Ich danke euch.